Suizidgedanken sind ein häufiges Symptom bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Deshalb wird aus einer depressiven Episode auch ganz schnell eine lebensbedrohliche Erkrankung. Obwohl ich schon viele Jahre an Depressionen gelitten hatte, gab es nie einen Gedanken daran, mir das Leben nehmen zu wollen. Das änderte sich schlagartig mit einer unfassbar brutalen Mächtigkeit, der ich nichts entgegensetzen konnte. An Depressionen Erkrankte erleben großes Leid und verlieren durch die Erkrankung jegliche Hoffnung. Das Gehirn gaukelt einem vor, dass einem nicht geholfen werden kann oder sich der Zustand niemals bessern wird. Man verliert den Glauben an jede Möglichkeit der Besserung. In diesem Zustand mischt sich mehr und mehr auch der Wunsch, diesen unerträglichen, hoffnungslosen Zustand entkommen zu wollen, und eines Tages trifft das Unterbewusstsein eine tödliche Entscheidung. So war es auch bei mir 2014. Wer selbst an Suizid denkt oder gefährdete Menschen kennt, sollte deshalb umgehend ärztliche Hilfe suchen. Da kommt man wieder raus. Hilfe ist definitiv möglich. Ich meine, schaut mich an. Ich lebe auch wieder. Die Mehrheit der Menschen, rund 90%, die sich das Leben nehmen, haben an einer psychischen Erkrankung gelitten. Mehr als 50% davon an Depressionen, gefolgt von Schizophrenie, und auch Suchterkrankungen gehören dazu. Deshalb ist die beste Suizidprävention die erfolgreiche Behandlung dieser psychischen Erkrankungen. Das bedingt allerdings, dass die Betroffenen akzeptieren, dass sie krank sind und eine Behandlung wollen. Daran scheitert es nämlich oft. Ein Suizid kann durch äußere Ereignisse, die mit großer Hoffnungslosigkeit verbunden sind, ausgelöst werden. Beziehungsprobleme, Schulden, Arbeitslosigkeit, chronische Erkrankungen oder Trennungen sind Beispiel dafür. Lest euch mal die Berichte von Suiziden durch und achtet mal darauf, was es für Rahmenbedingungen gab. Aber das alles ist eben meist nicht der alleinige Grund für einen Suizid. Nur ein ganz kleiner Teil aller Betroffenen reagiert auf solche Probleme mit einem Suizid. Und die meisten an Depressionen Erkrankten verkraften solche Schicksalsschläge und meistern sie auch ganz gut. Das zeigen wissenschaftliche Studien, in denen kein Zusammenhang von Suiziden und Arbeitslosigkeit oder Selbsttötungen und dem Vorliegen einer schweren körperlichen Erkrankung gefunden wurde. Das sagt zumindest die Deutsche Depressionshilfe. Welche Alarmzeichen sollte man ernst nehmen? Ganz klar, Suiziddrohungen und Ankündigungen. Die landläufige Meinung, dass sich ein Mensch, der mit einem Suizid droht, nichts antun würde, ist einfach falsch. Schaut euch meinen Partner an. 3-mal habe ich die Polizei geholt. Am Ende hat mir keiner mehr geglaubt und beim 4. Mal war er tot. Ein weiteres Alarmsignal sind Aussagen, in der große Hoffnungslosigkeit mitschwingt. Das hat doch alles gar keinen Sinn mehr. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ach, ich halte es nicht mehr aus. Jetzt muss was passieren. Schon wieder ich. Das sind bei depressiven Menschen Hinweise auf eine ernsthafte Gefährdung. Und wenn Betroffene plötzlich ihre Angelegenheiten ordnen und Abschied nehmen, sollte man wirklich sehr alarmiert sein. Wenn die anfangen, Wertgegenstände zu verschenken, ihr Testament zu schreiben und sich von Freunden und Verwandten abschieden, dann sollten alle Alarmglocken läuten. Wer fest zu einem Suizid entschlossen ist, wirkt auch oft sehr ruhig, gefestigt und wenig verzweifelt. Da kann man leicht zu dem trügerischen Schluss kommen, es gehe endlich wieder aufwärts. Und dann ist man plötzlich sehr überrascht, wenn der Suizid geschieht. Die Frage ist immer wieder auch, was man denn tun kann, wenn ein Freund oder eine Freundin depressiv oder suizidal ist. Auf jeden Fall nicht wegschauen und keine Sprüche bringen mit, das ist nur eine Phase und geht vorbei. Das letzte Symptom einer ernsthaften Erkrankung ist mit solchen Vorzeichen an den Start gegangen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Mensch was antut, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird. Das ist so. Deshalb bietet Hilfe an, ruft Psychotherapeuten an und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, dass dieser Mensch schnellstmöglich eine Behandlung bekommt, weil er selbst kann das schon lange nicht mehr machen. Zögert nicht und wartet nicht erstmal ab. Bekräftigt den Betroffenen darin, dass er sich Hilfe suchen muss und diese auch annehmen soll.
legt ihm Zeitungsartikel und Berichte vor, die von erfolgreichen Therapien behandeln, schenkt ihm Bücher, was auch immer, begleitet diesen Menschen zu den ersten Therapiestunden und wartet im Warteraum auf ihn, fangt ihn danach auf, das sind manchmal sehr schwere Stunden dort. Seid immer präsent und antwortet auf Nachrichten. Seid da und gebt Hoffnung. Ich hätte ohne meine Freunde sehr vieles nicht überstanden. Gleichzeitig wollte ich aber auch immer leben und gesund werden. Diesen Wunsch zu wecken und zu befeuern ist lebenswichtig. Das Leben ist toll.